Vielleicht wäre es besser, nur schnell ein Brötchen da im Café zu essen. Das ist nicht dein Ernst. Ich bin immer etwas unruhig, wenn mich irgendjemand vertritt. Oh, Papa, komm schon. Das ist doch nicht irgendjemand. Das ist Bob. Du hast doch heute Geburtstag. Wir essen gleich im supertollsten Restaurant von Hochhausen. Na los, entspann dich. Genieß es. Aufzug fährt nach oben. Ich bin entspannt. Langsam. Sachte. Sehr gut, Heppo. Ein bisschen mehr nach rechts. Und jetzt ganz gerade runter. Perfekt. Gute Arbeit. Oh, was für ein super riesiges Werkzeug. Wir Mechaniker kennen uns mit sowas aus. Ich könnte problemlos ein Auto reparieren mit Hilfe so eines Teils. Was erzählt Buggy denn da? Ich verstehe gar nichts. Ich glaube, er versteht es selbst nicht. So, die letzte Dachplatte ist auch eingebaut. Jetzt müssen wir nur noch das neue Leuchtschild aufhängen und das Gerüst entfernen. Sieht aus, als wenn Charlies Überraschung rechtzeitig fertig wird. Falls nichts dazwischen kommt. Hallo? Kann mir jemand behilflich sein? Ich glaube, ich habe hier ein kleines Problem. Was soll ich heute für euch kochen? Was geht am schnellsten, Fritti? Am schnellsten? Oh, das Minutensteak, das dauert eine Minute. Das hätte ich gern. Was nimmst du, mein Sohn? Jetzt lass den armen Mann nicht warten. Wir müssen auch möglichst schnell wieder zurück. Aus was sind Spinatnudeln gemacht? Aus Spinat und Nudeln. Ah, okay. Hört sich gut an. Und, Schinken-Pilze-Pizza. Was ist das? Das ist eine Pizza mit Schinken und Pilzen drauf. Was sonst? Und das hier, Burger und Pommes. Ist das... Pommes und ein Burger. Lecker. Ich glaube, ich nehme das alles. Wie alles? Jetzt? Ich habe einen Bärenhunger. Okay, Herr Brauer. Ich glaube, der Reifendruck stimmt bei allen Reifen. Ja, aber der hier könnte vielleicht etwas mehr vertragen. Was sagst du, Philipp? Sehr richtig, Herr Brauer. Okay, na gut. Noch ein kleines bisschen. Noch etwas mehr? Noch etwas mehr? Halt! Nein, das war jetzt zu viel. Bob, da stehen jetzt noch mehr Fahrzeuge an. Hallo, Bob! Hallo, Betty. Ich bin gleich bei euch. Wir müssen noch das Leuchtschild aufhängen. Ich weiß, aber in dieser Werkstatt steht der Service immer an erster Stelle. Wir könnten die Luft ganz rauslassen und nochmal von vorn anfangen.